Yay. Zwei weitere Male, wo ich verkacken kann. Oh ja, mit dem fliegenden Teppich müssen wir jetzt raus. Das war doof. Oh ja, die Lava will uns wieder. Was? Einmal berühren und man ist hier tot. Die Wand habe ich noch nicht mal gesehen. Verdammt, hier kann man nicht so schnell reagieren. Nein, du kriegst mich nicht. Wow. Das ist halt schwer. Steine, Wände, Lava. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ist doch. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wir haben die Höhle verlassen. Level 3 beendet. Okay, ich merke mir das Passwort. Genie Jafar Aladdin Abu. Aladdin und Abu können sich retten und bringen... Was? Ich darf nicht so drücken. Jafar übertöppelt die beiden und sperrt sie in die Höhle ein. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Und die Schriftzeichen auf dieser Lampe besser entziffern zu können, reibt Aladdin den Schmutz mit seinem Ärmel fort und puff, ein Genie entsteigt der Lampe und er scheint Aladdin seinen Meister gefunden zu haben. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Da-dam, da-da-dam. Oh ja, der Genie, eine der gewitzten Disney-Figuren überhaupt. Und das scheint so in jedem Disney-Film Tradition zu sein. Es gibt immer so eine sehr witzige Figur. Ah, Äpfel. Endlich kann ich wieder werfen. Also wir haben die 7 goldenen Schneewittchen. Wir haben Mushu in Mulan. Wir haben Timon und Pumba in König der Löwen. Also wirklich viele, viele. Ah, ein Abgrund. Doch, der Genie hilft uns. Ah, da fliegt der Hund mit Versa. Ah! In die Klappe von dem, ey, geil. Das war's. Nein, das war's nicht. Also. Wir hatten den Genie, wir hatten Jafar. Aladdin und Abu. Korrekt. Ich glaube, das braucht man nicht mehr zu lesen. Wow, wir haben mehr Herzen. Wie geil ist das denn? Okay, diesmal werde ich nichts verkacken. Was, du dämlicher Hubvogel? Drüber. Und da ist er wieder.
geschafft. Also die Spielkarten war zum... Ich hab doch B gedrückt. Verdammt. Wolken macht er wohl nur, wenn man 0 Leben hat. Disney-Filme waren immer irgendwie für Großen und Kleinen gedacht. Ich denke, in 10 Jahren werde ich sie mir immer noch ansehen wollen. Oh ja, mit den Luftballons. Ja, das verschwindet ja! Mensch, Genie, bist du gemein! Also mal von vorn. Ah, doof. Ich hab doch B gedrückt. Okay, ich hab mein Tuch wieder verloren. Und da ist es wieder. Und wir schweben wieder durchs ganze Level. So, jetzt aber bitte netter, ja? Yes, wir haben es geschafft. Hä? Willst du mich... Oh Gott, ich hätte wieder auf den warten müssen. Also noch mal von vorn. Diesmal schaffe ich das Level. Versprochen. Obwohl, ich verspreche es mal lieber nicht. Man weiß ja nie. Ich meine Jump'n'Run-Skills kennt ihr ja zur Genüge. Nein! Ey, was für eine fiese Kacke. Man drückt B und Aladdin springt nicht hoch. Hoch. Jetzt macht er nur die Wolken. Und geschafft. Ja. Da brauche ich hier das Tuch oder wie? Machen wir mal. Ja. Naja. Ersten Teil geschafft. Genie Luftballons, ey. Das, da kann ich mich festhalten. Ey, wieso macht er Stacheln? Hat er Stacheln in seiner Lampe? Verdammt! Oh Mann.
Also wieder alles von vorne. Obwohl, müssen wir mich wohl kurz entschuldigen. So, da bin ich wieder. Ach, vergiss es. Die Räusche momentan sowieso nicht. Jetzt einfach nur schnell durch. Nein! Verdammt! Sogar die Plattform ziehen kratzen. Auch schön, dass diese bekannte Lieder aus dem Film im Hintergrund laufen. Nein! Leck mich. So,